rote Nasen für die Spieler der BG Karlsruhe bei der Regio-Tour in Karlsbad-Langensteinbach und dem SRH-Klinikum stand zunächst mal jemand im Vordergrund, mit dem man in einem Krankenhaus eigentlich gar nicht rechnen würde. Also heute ist Nikolaustag und da gehört natürlich Rot dazu. Und ich wollte den Spielern die rote Nase geben, weil wir einfach auch mit roten Nasen spielen und wir verschenken die gerne. Und da gibt es ein kleines Spiel dazu, wenn die sich zusammen angucken, dass er dann einfach, wer zuerst lacht, verloren hat. Die rote Nase ist für uns als Clowns die Maske, die Schminke, das Kostüm, wo wir dann die Clowns sind. Wenn wir die Nase abhaben, sind wir ganz normale Menschen. Da bin ich die Berenike Felger. Wenn ich die Nase aufhab, dann bin ich die Camilla. Das hat es mit der Nase auf sich, so dass wie jeder so sein Kostüm eben hat. Und bei den Clowns ist die Nase eben einfach ganz wichtig. Bei den Regio-Touren macht die BG Karlsruhe Werbung für den Basketball und für die Heimspiele in der Europahalle. Vor jeder Partie zu Hause besuchen die Riesen einen anderen Ort in der Region. Ja, also ich habe eine Einladung akzeptiert von der BG Karlsruhe. Und die BG Karlsruhe hat aus meiner Sicht eine gut strukturierte Tagesgeschichte hier vorgelegt. Sie ging morgens zu den Schulen, um den Sport nahe zu bringen. Sehr sinnvoll. Sie hat übrigens am Wochenende auch gewonnen gegen Osnabrück. Dazu kann man auch gratulieren. Und sie hat hier die BG mit ihrer Demonstration natürlich auch einmal Zuschauer angezogen, zum anderen eine gute Sache hingelegt, indem sie nicht nur für sich selbst wirbt, sondern indem sie auch was Gemeinnütziges tut, indem sie an Behinderte denkt oder auch an Kranke. Und deshalb freue ich mich, dass der Erlös von heute auch den Klinik-Clones zugutekommt und wiederum letzten Endes den kleinen Patienten hier. Den spannendsten Teil des Tages verbrachte die BG im SRH-Klinikum Langensteinbach. Hier ist unter anderem ein überregionales Zentrum für Querschnittsgelähmte untergebracht. Für die Stadtwette setzten sich BG-Spieler in den Rollstuhl und versuchten einen Parcours zu meistern. Ihr Gegner, ein Team aus Langensteinbach. Am Ende der schweißtreibenden Wette siegte das Langensteinbacher Team. Der Tag heute Morgen war bei der Arbeit etwas chaotisch, aber die Veranstaltung von der BG, das war sehr angenehm, hat gezeigt, wie man hier auch behindert Sport machen kann und am Leben teilnehmen. Und das ist auch eine unserer Aufgaben für Menschen, die frisch verletzt auf die Querschnittgelähmtenabteilung kommen, dort mit ihrer neuen Lebenssituation zu lernen, umzugehen. Das macht auch Spaß, dabei zu sein.
Im Mittelpunkt des Interesses bei Spielern, Patienten und Zuschauern stand Clown Camilla, die im richtigen Leben den Namen Berenike Feger trägt und im Klinikum für Lacher sorgt. Klinik-Clowns sind vielen ein Begriff, doch was macht ein Clown eigentlich an einem Ort, an dem es doch nicht wirklich viel zu lachen gibt? Also warum ich Clown bin und warum ich vor allen Dingen Clown im Krankenhaus bin, das ist der Grund, Freude und eine fantasievolle Welt in den Alltag zu bringen, der viel mit Leid und Schmerz und mit Verzweiflung zu tun hat. Und wenn so ein Clown kommt und die Tür öffnet und nicht mit Mitleid in das Zimmer hineingeht, sondern mit einer Freude hineingeht und den Patienten oder den Menschen so nimmt, wie er ist, ja, das ist ein ganz tolles Geschenk, wenn man da auf einmal wieder so ein Lachen sieht. Und Lachen, das gehört auch zum Leben dazu. Und deswegen finde ich, gehört es auch ins Krankenhaus rein, weil Gegensätze ziehen sich an. Also da, wo viel geweint wird, da kann auch ab und zu mal gelacht werden und dann wird man auch schneller gesund. Viel zu lachen gab es also bei der Regio-Tour der BG Karlsruhe in Karlsbad Langensteinbach und unterhaltsam war dann auch noch das sportliche Aufeinandertreffen mit den Hot Wheelers. Ja, wir sind die Hot Wheelers vom Verein PSK Karlsruhe und der Bezug zum PSK und zur BG ist einfach, dass ich früher mit Abteilungsleiter beim PSK und Pressesprecher bei der BG Karlsruhe war, lange Zeit betreute BG und dadurch, dass heute in Langensteinbach mit der Reha praktisch ein Termin ausgemacht worden ist, sind wir eingeladen worden, damit man den anderen Leuten mal zeigen kann, wie sitzt man im Rollstuhl, was macht man und, ja, und jeder kann letztendlich Rollstuhlbasketball spielen, Behinderte oder auch Nichtbehinderte, also Fußgänger und uns kann man letztendlich erreichen über die PSK Homepage. Oder einfach gucken bei der Hot Wheelers in Karlsruhe und würden uns natürlich freuen, wenn andere Gäste mal reinschnuppern und dann dementsprechend eventuell mitmachen. Und ja, das war es letztendlich. Danke, ja.